Verdammt. Ich sollte ihm lieber etwas Respekt zollen. Ja, du solltest mir lieber etwas Respekt zollen. Weil ich bin ein Held. Hier ist wieder ein Angelpunkt. Aber ich habe noch keine Angel. Nö. Dementsprechend muss ich wiederkommen, wenn ich dann eine Angel habe. Ab zu den Greatwood-Höhlen. Und da sind wieder Hobbs. Viele. Aua. Ups, ich bin also soeben gestorben. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt ja, auf. Ich weiß. Ich weiß. Und noch eine Dämonentür. Was will die von mir? Bevor euer Kampfmultiplikator nicht höher ist, gehe ich nicht auf. Dann halt nicht. Haben die mir jetzt was angetan? Bin ich noch schlimmer verletzt? Nee, ich glaube nicht. Machen wir mal das ganze Gemüse hier weg. Ah. Da ist, ey, ein Trank. Aber ich will nicht in die Hopphöhlen. Ich möchte, was heißt ich möchte? Ich muss in den Darkwood. Vielen Dank für euren Besuch im Greatwood. Ab in den Darkwood. Yay. Als ob ich da jetzt so super wahnsinnig gerne rein möchte. Nicht unbedingt. Guten Tag. Aber sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, wir müssen in diesem Höllenloch sterben. Nur, ich bin ja wir jetzt müssen da. Zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind direkt hinter euch. Je eher wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser. Da drin lauern unnatürliche Dinge. Okay. Geht voran. Ihr könnt eine Gruppe von Anhängern mit den Ausdrucksmitteln Folgen und Warten kontrollieren. Das Folgensymbol erscheint auf dem kontextsensitiven Feld, wenn jemand anvisiert wird, der euch folgen würde. Das Wartensymbol, wenn ein aktueller Anhänger anvisiert ist. Bei bedachten Einsätzen könnt ihr so vielleicht Schaden von den Händlern abwenden. Achtet genau auf ihre Gesundheit. Im Darkwood findet ihr Skorms Kapelle. Erfreut die Götter und sie lassen das Böse in eure Seele. Will ich aber nicht. Also ich könnte jetzt beide... Ups, hier knurrt jemand. Ich könnte jetzt beide Händler bei dieser Kapelle opfern. Will ich aber nicht, weil ich ein guter Held bin. Ah, Hilfe! Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen! Er darf uns nicht folgen! Er ist infiziert! Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen! Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich bezahle gut und mache keinen Ärger. So, ich habe jetzt die Wahl. Nehme ich ihn mit oder lasse ich ihn hier? Ich bin ein guter Held und werde ihn mitnehmen. Aber ich weiß, dass er sich später dann auch in einen Belverine verwandeln wird. Ich spiele das Spiel. Danke sehr, ich bin euch sehr dankbar. Ja. Ich komme. Gern geschehen, ich helfe doch immer gerne. Bekomme ich hier böse Punkte, wenn ich die kaputt mache? Nein. Sie gehören ja niemandem. Sollen wir gehen? Ja, Moment. Ich will erst mal gucken, was hier ist. Eine Truhe. Eine Wiederbelebungsfiole. Das ist gut. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man stirbt. Sie zerbricht und man wird wiederbelebt. Ups, ich heile mich nochmal eben. Und... Hallo, Peter Belverine. Leute, wolltet ihr vielleicht hier warten? Warte. Aufpassen, ein Belverine! Bin dabei. Leute, bleibt zurück. Bleibt zurück, ihr sollt zurückbleiben, habe ich gesagt. Und nicht in einer... Da bin ich nicht so sicher. Okay, und ich folge sollst euch mir nach. Wieder folgen. Folge mir. Okay, ich habe vergessen, dass ich allen drei Leuten sagen soll, sie sollen warten. Aber das ist nicht schlimm.
Was willst du Seid sagen? Gewahr, Reisender. Ich gewähre nur den kampferprobtesten Durchlass. Wenn ihr möchtet, prüfen meine Hüter eure Kräfte im Kampf. Nein. Besteht ihre Herausforderung und meine Belohnung gehört euch. Nein. Mache ich später. Ups. Mache ich später, wenn ich mein nicht Vater nicht erzählte mehr mir von einer Gruppe Händler, die sich verirrten. Versucht, euren Kampfvorräte verbraucht zu bekommen. Haben sie sich gegenseitig aufgefressen. Wenn ich je Kinder habe, sollen sie nette, gefahrlose Jobs kriegen. Das ist nichts für einen Familienvater. Vorsicht! Diese Sporen sind tödlich. Passt auf, wo ihr hintretet. Ein Gaga hat gefunden. So. Uiuiuiui. Das ist irgendwie die einfachste Möglichkeit, die zu erledigen. Und... Zack. Ich hoffe, nach alledem warten gute Geschäfte in Grabhügelfeld. Ja, jetzt auch noch Ansprüche stellen. An eurer Stelle wäre ich erstmal froh, wenn ich hier rauskomme. Wir müssen uns beeilen. Hinter dem nächsten Tor liegt ein Händlerlager. Oh. Habe. Jetzt zieh doch endlich mal dein Schwert, Junge. Hey. Lasst meine Händler in Ruhe. Das sind meine. Oh, oh. Was zur Hölle? Meine Füße bringen mich um. Jetzt mecker nicht, Memme. Und Lederstiefel, yay. Soll ich sie mir anziehen? Ich wusste, heute wird es schlimm. Ich wusste es einfach. Ups. Nee, das... das wollte ich doch gar nicht. Und das wollte ich auch nicht. Ja, okay. Gucken wir uns mal unseren Grund... Helden an, unsere Grundhaltung. Egal. Das muss ich später alles noch machen. Wie ich mich einkleide und so. So. Hier müsste jetzt irgendwann wieder ein Belverine auftauchen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, kommt her. Oh. Hör auf! Bitte! Hör auf! Lass meine Händler in Ruhe! Ich finde, ihr solltet euch keine Sorgen machen. Ist ja nicht hier. Jetzt lauf doch nicht weg, du Blödmann. Bleib hier. Geht voran! Ja, ich gehe voran, aber irgendwie. Da vorne. Okay. Oh je. Was gebe ich jetzt dafür, in einer gemütlichen, sicheren Taverne zu sein? So, du hörst auch auf. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Ui, ui, ui. Hilfe! Hilfe! Hör auf zu schreien! Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Hört auf! So, und du auch. Hilfe! Hilfe! Ja, hör auf zu schreien. Ich mache ja schon. Geht voran! Da ist eine Kiste, die will ich noch haben.